Genau, ich werde auf die Unsicherheit auch später nochmal zu sprechen kommen. Ich würde nur zuerst, denke ich, nämlich auf eins dieser zentralen Kriterien kommen, die die rechtsextremen Parteien mit ihren Wählern und Wählerinnen gemeinsam haben, und das ist Autoritarismus oder autoritäre Einstellungen. Und ich möchte zuerst wieder über den individuellen Kontext reden und dann später wieder ein bisschen was über die Gesellschaft dazu sagen. Also zum einen, was ist Autoritarismus auf der individuellen Ebene? Wir haben es zuvor schon gesehen, was es für rechtsextreme Parteien bedeutet. Autoritarismus auf der individuellen Ebene äußert sich in diesem Bedürfnis nach einer starken Führungsperson. Also ich hätte einfach gern jemanden, der mir sagt, wie es läuft, der mir sagt, was ich tun soll, der mir auch erklärt, wie die Gesellschaft funktioniert. Zu Autoritarismus gehört auch zumindest die Unterordnung unter eine anerkannte Autorität, die noch nicht unbedingt so da sein muss, aber man ist doch bereit dazu, sich einer Autorität, die man anerkennt, unterzuordnen. Dominanzstreben gegenüber anderen Gruppen, ganz klar, ja, das passt auch sehr gut zu dem Autoritarismus der rechtsextremen Parteien dazu. Hier geht es darum, dass andere Gruppen einfach abgewertet werden, dass ich über diesen Gruppen stehe. Law and Order ist ein großer Faktor im Autoritarismus. Hier geht es darum, und das schließt auch an das Vorherige an, dass in irgendeiner Art und Weise Personen oder Gruppen, die nicht zu der Gruppe gehören, zu der ich gehöre, also die da irgendwie abweichen in ihrem Aussehen oder in dem, was sie denken oder woher sie kommen, diese Personen soll sozusagen das Gesetz treffen. Hier geht es um Verfolgung und Bestrafung, das im Sinne der Autorität gefordert wird und das auch unterstützt wird, wenn das durchgeführt wird, und eine Rückbesinnung auf traditionelle Werte. Dazu zählt das Volk, ja, die Nation, die klassische Familie, diese traditionellen Werte, die wir auch vorhin schon gesehen haben. Schauen wir uns jetzt an, wie das alles miteinander zusammenspielt. Es ist, denke ich, ganz klar aus meinen Ausführungen, die ich bis jetzt gemacht habe, Wahlverhalten ist sehr, sehr gut vorhersehbar durch Autoritarismus und autoritäre Einstellungen. Also sobald wir bei Menschen autoritäre Einstellungen aufzeigen können, haben wir eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie ein entsprechendes Wahlverhalten, in dem Fall für die FPÖ, zeigen. Und das ist eine Studie, die eben der Kollege Eichholzer und ich mit österreichischen Daten durchgeführt haben. Also das ist klar, ja, autoritäre Einstellungen und FPÖ, das passt irgendwie gut zusammen. Eine Partei, die autoritär ist, und Personen, die auch autoritäre Einstellungen haben. So einfach ist es allerdings nicht, weil was nämlich dazwischen geschaltet ist, ist wieder der Faktor der Unsicherheit. Ja. Menschen mit hohen autoritären Einstellungen sind einfach extrem unsicher, was sozusagen die bestehende soziale Ordnung betrifft. Also alles, was das irgendwie bedrohen könnte, so wie die Gesellschaft heute funktioniert, mit ihren Normen, mit ihrer Kultur, mit den Hierarchien, die bestehen, wenn das irgendwie bedroht ist, dann wähle ich dann die FPÖ, weil die mir verspricht, dass alles so bleiben wird, wie es ist. Also hier wieder der Faktor Unsicherheit, wenn es von Autoritarismus zum Wahlverhalten geht. Wir haben dann versucht, das Ganze festzumachen oder auch festzumachen in Persönlichkeitseigenschaften, weil das natürlich eine sehr spannende Sache ist. Jeder von uns wird mit einer gewissen Ausstattung an Persönlichkeit geboren. Das ist keine Ritterrüstung, das heißt nicht, dass wir so, wie wir sind, auf die Welt kommen und uns nicht ändern können. Das ist einfach so wie bei der Körpergröße zum Beispiel. Auch wir werden geboren mit einem gewissen Ausmaß an Körpergröße, das wir erreichen können. Und die wir tatsächlich erreichen, das hängt dann davon ab, ob wir genug zu essen bekommen, ob wir gut behandelt werden, wo wir überhaupt aufwachsen. Also so ähnlich ist es mit der Persönlichkeit. Studien sagen, dass ungefähr 50% davon ererbt werden, ungefähr 50% sind Umwelt, aber das ist alles ein bisschen umstritten. Ich glaube, es macht auch keinen Sinn, das irgendwie auf Prozent festzulegen. Wichtig ist, es gibt eine Persönlichkeit, wir haben sie, wir können sie auch relativ gut erfassen. Wir erfassen sie üblicherweise in solchen Studien mit den sogenannten Big Five. Das sind 5 Persönlichkeitsdimensionen, die wir haben können, und wir haben das auch hier so gemacht. Und wir haben gesehen, dass mit den autoritären Einstellungen und mit dem Wahlverhalten im Grunde 3 zusammenhängen. Und das war dann doch sehr spannend. Das ist zum einen, also Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und Offenheit, und ich erkläre es gleich näher. Wir haben gesehen, dass Menschen, die mitfühlend, vertrauend und kooperativ sind, weniger autoritäre Einstellungen haben und dass sie bei Weitem nicht so sensibel reagieren auf diese Bedrohungen der sozialen Ordnung, der bestehenden sozialen Ordnung, wie Menschen, die hier einfach niedriger sind. Wir haben auch gesehen, dass ganz unten Menschen, die offen für Neues sind, die sehr neugierig sind, die auch dazu tendieren, einfach die bestehenden Normen in Frage zu stellen, auch diese Menschen haben niedrigere autoritäre Einstellungen und neigen seltener dazu, FPÖ zu wählen.
Auf der anderen Seite, und das ist das in der Mitte, die Gewissenhaftigkeit als eine Dimension, Menschen, die sehr organisiert sind, sehr ordnungsliebend und auch zuverlässig. Hier sehen wir, dass sie nicht unbedingt höhere autoritäre Einstellungen haben müssen, aber wir sehen, dass sie sich ein bisschen schwerer tun mit Veränderungen. Ja? Und auch, wenn sich die bestehende soziale Ordnung verändert, ist das natürlich auch eine Veränderung. Also das ist eine Sache, wo wir einen sozusagen negativen Effekt feststellen konnten. Menschen, die hier sehr hoch sind in dieser Gewissenhaftigkeit, haben auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, FPÖ zu wählen, weil sie sich mit Veränderungen schwer tun.